Falle. Ich höre. Kannst du mal bitte nach Heidenau gehen? Die Weiche 4 scheint irgendwie zu klemmen, die hat nie geschaltet. Habe verstanden. Ohne Hightech läuft nichts in den Eisenbahnwelten Raden. 30 Züge sind hier gleichzeitig unterwegs. Bahnchef Lothar Hanisch hat wirklich nicht gekleckert, sondern richtig rangeklotzt. Das Grundstück war da, die Lage ist super im Kurtraden. Und aus dem Grund haben wir gesagt, hier packen wir das nochmal an. 4,5 Kilometer Gleise ließ der Bahnenthusiast verlegen, um den Traum von der weltgrößten LGB-Gartenbahn wahr werden zu lassen. Die wichtigsten sächsischen Strecken wie die Lößnitz-Grundbahn finden sich im Modell wieder. Ein Wahnsinnsprojekt. Von uns sehr gut beschäftigt, hat uns auch die Finanzierung dann gemacht. Wir mussten natürlich auch finanziell die Hose fast runterlassen. Rund 1 Million Euro hat das Wunderwerk bisher gekostet. Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr drängt der Chef vor allem auf die Verfeinerung der Anlage. Zum Beispiel durch den Eigenbau von Loks. Also die Frage stand schon von Anfang an, dass wir bestimmte Modelle selbst bauen wollten. Dadurch, dass LGB ja die Insolvenz beantragen musste, trat das Problem etwas mehr in den Vordergrund. Und so nach und nach wollen wir schon das ein oder andere Fahrzeug auch noch für uns bauen. Die ersten Highlights, Marke Eigenbau, wie die Ludmilla oder hier die 180, drehen schon ihre Runden und vermitteln echtes Reichsbahn-Flair. Doch noch reichen die Loks aus der eigenen Werkstatt nicht aus, um ständig originalgetreu unterwegs zu sein. Natürlich, wir haben auch darauf angesprochen, dass bestimmte Fahrzeuge bei uns nicht in die Region passen oder dass das ein oder andere noch detaillierter sein müsste. Aber ganz einfach wichtig für uns ist die Robustheit. Wir fahren am Tag ca. 20 bis 25 Kilometer mit einem Modell und da steht das natürlich. Das Bemühen um Vorbildtreue ist in den Eisenbahnwelten an vielen Stellen unverkennbar. Diese Doppelausfahrt von 2 Schmalspurzügen dürfte vielen Bahnfreunden bekannt vorkommen. Sie ist bei der Großen Bahn täglich in Berzdorf im Zittauer Gebirge zu erleben. Auch die Körnitschtalbahn, die Straßenbahn mitten in der sächsischen Schweiz, findet sich im Maßstab 1 zu 22,5 wieder. Rund 70.000 Gäste haben die Radener Gartenbahn im letzten Jahr besucht. In diesem Jahr sollen es noch ein paar mehr werden. Dafür fahren die Züge bei Wind und Wetter und drehen selbst bei Regen tapfer ihre Runden. Um den Besuchern künftig noch mehr zu bieten, basteln die Radner ständig an neuen Attraktionen. Hier finden auf der Altenberger Bobbahn schon mal die ersten Probefahrten statt. Auch der Kurort Raden selbst spielt eine Rolle auf der Modellbahn. Um vom Bahnhof auf die andere Elbseite zu gelangen, muss wie im richtigen Leben die Fähre benutzt werden. Anders kommt man nicht zur bekannten Felsenbühne, wo gerade Karl May gegeben wird. Aber welches Stück möchte Bahnchef Hahn? Zum Beispiel im Garten von Bernd Neubert. Der Dresdner Rentner blickt auf ein langes Modellbahnerleben zurück. Jahrzehntelang schwörte er auf H0. Erst Anfang der 90er Jahre entdeckte er die Gartenbahn für sich. Und schuld daran war die eigene Frau. Es ist am Gesagt, getan. Weihnachten 1994 treten die großen Züge ihre Runde unterm heimischen Tannenbaum. Im nächsten Sommer dann verlegte der gelernte Elektromeister die ersten Gleise draußen im Garten. Und dann sagte die Frau, na, könnte man eigentlich noch einen Tunnel und machen dort neben noch ein bisschen. Und damit ist der Tunnel entstanden. So, und durch den Tunnel kam die Kehrschleife rein. Und dann machte sich dieses Teil hier erforderlich, damit man wieder die Kontakte auf der gleichen Seite bedienen kann. Längst ist im Hause Neubert für andere Spuren weder Zeit noch Platz. Alles dreht sich um die Gartenbahn, an der der 67-Jährige seine Bastelleidenschaft voll ausleben kann. Unter dem selbstgebauten Trafohäuschen versteckt sich ein Elektroanschluss. Das Bahnhofsgebäude, dem von Radeburg nachempfunden, ist natürlich auch ein Eigenbau. Die Regenrinnen entstanden aus bemalten Trinkröhrchen. Auch die Hutlampen, einst auf nahezu allen. Auf diesem Seil läuft ein Magnet. Dieser Magnet läuft an einem Magnetschalter vorbei und somit wird der Kontakt geschlossen und die Weiche springt um. Dann könnten die Züge eigentlich auf große Fahrt gehen. Doch so richtigen Fahrbetrieb gibt es im Hause Müller erst, wenn Sohn Nico von der Schule zurück ist. Während der 13-jährige Junior in seine Bahneruniform schlüpft, stellt der 41-jährige Senior das Signal auf grün. Nun wird auf- und eingegleist, rangiert und gefahren,
an- und abgekuppelt. Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team und längst darf Nico im Stellwerk wie ein... Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bei den Müllers trifft dieser Spruch uneingeschränkt zu. Die geliebte Gartenbahn, für Heiko und Nico ist sie das Größte. Da wir im Haus keinen Platz haben für eine Modellbahnanlage, weder im Keller noch im Boden noch in sonstigem Zimmer, habe ich mich entschlossen, hier das Rosenbeet meiner Oma zu kapern und hier die Gartenbahn zu bauen. Dass das natürlich solche Ausmaße nochmal annimmt, das wusste damals noch keiner. Aber jetzt ist vorerst erstmal Schluss. Mittlerweile wird auch der Platz im Garten schon knapp. Die große Brücke führt hinüber zum letzten Neubau auf der Anlage. Dem Bahnhof des Heimatorts von Heiko Müller, Mengersgereuth-Hämmern. Entstanden in ungezählten Bastelstunden. Ich kann eigentlich vom Bau nicht genug kriegen. Selbst im Urlaub fahre ich nur dorthin, wo irgendwo ein Bein hinfährt. So 14 Tage Mallorca oder Südsee oder sowas würde ich nie machen. Klar, schließlich gibt es bei der heimischen Gartenbahn auch immer was zu tun. Zum Beispiel im Schattenbahnhof direkt unter dem Stellwerk. Dorthin rücken am Ende eines jeden Fahrtags alle Züge wieder ein.